Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder ATS, American Truck Simulator, und wir sind da auf den Oregon DLC und in Oregon und fahren da ein bisschen Getreide. So, ich muss hier irgendwie abbiegen. Da kommen noch andere, alles klar. Wir haben andere Straßenteilnehmer. So, letztes Mal habe ich ein bisschen was kaputt gemacht. Diesmal versuche ich das besser. So, und das ist hier eine ganz karge Gegend. Ich habe das immer so bewaldet jetzt in Erinnerung gehabt. Aber da sind wir ganz woanders unterwegs. Vegetationsmäßig eher so ins Landesinnere weiter. Da sieht es nämlich ganz anders aus hier. Ja, das letzte Mal haben wir da ein bisschen Schaden gemacht, aber wir haben auch an unseren schönen Farming Simulator 19 Trailer Licht hinten dran gebaut. Also sind wir da eigentlich guter Dinge. Und ja, ich will da noch ein bisschen in meine Firma investieren. Ich habe jetzt mal geschaut bei den ganzen Fahrern, die kann man ja auf gewisse Sachen spezialisieren, die auf die ich schon irgendwie spezialisiert habe, habe ich jetzt geschaut. Meistens haben sie schon volle Punktzahl, kann sie nicht weiter spezialisieren, musste gerade was auf was anderes spezialisieren, und dann machst ausgeglichen, dann können sie sich überall spezialisieren vom Preis. Oder vom Einkommen her habe ich da jetzt nichts anderes gemerkt. Aber ich will auf jeden Fall mal noch ein paar andere Trailer kaufen, damit wir da eigene haben. Ich glaube, das macht noch Sinn. Und ja, noch ein, zwei LKWs. Vielleicht. Aber so wie ich es gesehen habe, fehlen da schon einige. Das kann sein, damit es durch irgendwelche Mods schon wieder LKWs rausgeschmissen hat. Aber das muss ich mir noch genauer anschauen, aber ich glaube, das muss ich nicht mit euch machen. Oder wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, können wir das mal zusammen machen. So, wenn ich so weiterfahre, mache ich auf jeden Fall einen Unfall. Okay, der LKW geht dann schon wie die Hölle. Haben wir letzte Mal gesehen. Ja gut, der war nicht beladen, aber 81 Meilen ist schon ein bisschen was schnell. Aber kann auch schnell was schief gehen, haben wir auch gesehen. So, und ich hätte gerne mal wieder einen mit Schnauze, und am liebsten hätte ich mal einen Volvo gefahren hier. Aber ich habe noch keinen Händler oder irgendwas entdeckt, wo ich das Ding mal kaufen kann. Das fehlt mir immer noch so mein Repertoire. Obwohl ich das Volvo DLC ja gekauft habe, schon vor langer, langer Zeit. Aber vielleicht habe ich da auch die Sachen noch nicht gefunden. Da so einen riesigen See oder was? Ja, tatsächlich. Ich dachte, hier gibt es gar kein Wasser außer von oben. So, da ist ein Volvo auf jeden Fall schon mal vorbeigefahren. Sehr schön. Sowas habe ich mal gedacht. Die sind ja wohl sehr beliebt. Und ja, vielleicht können wir uns sowas mal an Land ziehen. Geld haben wir mittlerweile. Gar nicht so schlecht. Vielleicht wären wir noch Millionär. Könnte ja passieren.
So, da haben wir wieder ein paar Bäume. Also irgendwo muss ich doch mal einen Volvo-Händler finden hier. Das kann doch nicht sein, hier schon halb Amerika erkundet und noch keinen Volvo-Händler. So, jetzt habe ich nämlich die ganzen Fahrer wieder auf irgendwas anderes spezialisiert. Die Einkommen fließen. Sehr gut. So, hier kommt irgendwie so eine Werkstatt. Das ist auch cool gemacht. Die sehen alle anders aus hier. Der Friedhof hier, okay. Großes Sägewerk oder sowas haben wir da. Jawohl, wenn wir hier ein... Boah, der hat einen Pool in seinem Garten. Was für ein lustiges Männchen da hinten. So, ich will es jetzt fritti machen hier. So, Auftrag erledigt. Super. Level 23. Profi. Alles klar. So, jetzt will ich aber mal beim LKW. Da fehlen mir irgendwie LKWs. Ich weiß nicht warum. Die sind einfach weg. LKW-Händler. Da wäre einer. Und da wäre noch einer.
Und da ist nirgendwo. Volvo dabei. Es fehlt immer irgendwo einer. Ich könnte jetzt schauen, damit ich hier nach Medford einen Auftrag bekomme und da dann den Händler aufsuche. Ladungsmarkt. Ja, das ist ja mal sehr schön, da geht überhaupt gar nichts dahin. Okay, extern. Ja, aber ich habe ja... Ich habe ja schon einen Anhänger dran. Na, das muss schon in Oregon bleiben. So, dann fahren wir halt ohne Fracht. Wie weit ist denn das? 272 Kilometer. Das ist aber weit. Ohne Fracht. Das können wir uns nicht leisten. Aber wir schauen nochmal bei LKW-Händler rein. Aber das... Aha. Vielleicht könnten wir ja auch dahin fahren. Mit der Fracht. Mit der Fracht. Eugene. Heißt wahrscheinlich anders. Nochmal. Auftrag. Ladungsmarkt. Von da nach da. Da. Das wär's. Da könnten wir eigentlich Haushaltswaren fahren und zum Händler. Das machen wir. Vielleicht ist das der Volvo-Händler. Ich muss erstmal kurz woanders hinfahren. Die Ladung aufnehmen. Oh, da ist Kindergeburtstag heute, glaube ich. Alles Gute. Auch ein Pool im Garten. Die Amis, denen geht's gut.
So, da ist der Cowboy wieder. Ich glaube, ich muss hier meine Fracht laden. Boah, geile Karre. So, nehmen wir das mal an. Da hinten hin, okay. Meine Güte, die machen aber da auch heute ein paar Extrafahrten, meine Kollegen. Wir sind schon bei 700.000. Fracht wurde aufgeladen, Folge der Route. Alles klar, machen wir. ...343 Kilometer. Wieso habe ich noch Scheinwerfer an? Der Regen ist schon längst vorbei. So, ich bin schon wieder halb müde. Bin schon wieder halb am Einschlafen. Das Bett ist schon wieder halb blau. Okay, wir düsen los. 342 Meilen, nicht Kilometer, Meilen. Und ich glaube, das ist derselbe coole Weg, wo wir hergekommen sind. Einfach damit es jetzt nicht regnet. Und wir ein bisschen schwerer sind. Er kommt nicht mehr ganz so schnell hier vorwärts. So, Konzentration. So, der soll doch mal Gas geben da vorne. So werde ich nie, so komme ich nie an. So, und wieder Einkommen. 3.755, was ist denn da los? Sag ja ordentlich mal die Leute zusammengeschissen und dann läuft's wieder an der Bude. Ne? Na, da ist dieser schöne See. Wieder ein Volvo. Ich will jetzt auch mal einen haben. Thank you.
Ja, jetzt wo ich endlich auf Tempo bin, sind die anderen wieder langsam. So, nicht mal mehr 300 Meilen, aber das schaffen wir heute nicht. 1,8500, was ist denn da los? Jetzt habe ich sie alle anders eingeteilt, damit sie auf was anderes hinarbeiten. Jetzt sind sie wieder voll motiviert, glaube ich. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, umso länger du spielst, quasi am einen Stück, umso mehr Aufträge machen die natürlich, deine Arbeiter. Eigentlich logisch. Boah, schon wieder ein Volvo. Also, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Wo ist denn meiner? Wenn ich nicht so einen langen hätte, hätte ich schon längst überholt hier. Aber mit den langen Anhängern komme ich hier nicht so schnell vorbei. Da kann ich mich nicht dazwischen quetschen. Da schubse ich das Auto weg. Meine Güte. Scheiße, der hat mich jetzt voll ausgebremst, Arsch. Das nenne ich knapp. Ich bin dir nicht dran gekommen. Hey, fahr jetzt. Das nächste Mal fahr. Ja, ist besser, du biegst da lang ab. Der wollte eigentlich erst in die andere Richtung. Boah. Was für ein Ende vom Video. Ich bedanke mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.